Anlässlich des Vereinsfestes des Grimmauer FC am Tag der Einheit fand im Grimmauer Husarensportpark ab 15 Uhr ein besonderes Highlight statt. Die Traditionsmannschaft des FC Grimma empfing die Nationalmannschaft der ehemaligen DDR. Vor über 260 Zuschauern konnten auf dem Grün Fußballgrößen wie Darius Wosch, Holger Bahrer, Damian Halata, Frank Baum, Christian Fröhlich, Trainer Matthias Döschner und viele andere mehr begrüßt werden. Ihnen gegenüber standen ehemalige aktive Spieler der Jahre 1997 bis 2006, wie zum Beispiel Jan Evers, Ronny Winkler, Stefan Knof, Thomas Massner und Holm Bayer. Trainer Rainer Lisiewicz und Mannschaftsleiter Wolfgang Schlick unterstützen die heimische Traditionsmannschaft an der Seitenlinie. Nach dem Einmarsch, dem Abspielen der Nationalhymne und dem gemeinschaftlichen Fototermin konnte der Meuselwitzer Schiedsrichter Michael Karl ein Spiel anpfeifen, in dem von Anbeginn beide Mannschaften zeigten, dass sie selbst nach Jahren des nicht mehr Aktivseins nichts vom Spiel mit dem Runden verlernt haben. Torchancen waren in diesem Spiel keine Mangelware. Denn bereits in der Minute 4 konnte Darius Wosch das erste Mal Jan Evers überwinden. Diese Führung sollte jedoch nicht lange halten, denn bereits 2 Minuten später gleicht René Behring aus, bevor dann Thomas Mähne dem Grimmauer Team erneut die Führung bescherte. Dies sollte aber in den ersten 15 Minuten noch nicht alles gewesen sein, denn als sich die Nationalspieler noch etwas mit dem Linienrichter anlegten, konnte Mirko Liebig mittels Alleingang sogar auf 3:1 erhöhen. Für manch einen war dies wohl die Vorentscheidung, denn Elferkiller René Winkler konnte gegen Detlef Irrgang wenig später sogar gegen Matthias Mauksch parieren. Die Nationalelf ließ dies aber nicht auf sich sitzen und konterte. Christian Fröhlich und Darius Wosch glichen nochmals aus. Es war schon eine Augenweide, beiden Mannschaften beim Spiel mit dem Leder zuzuschauen. Alte Klasse blitzte immer wieder auf, auch als René Grossmann nach einer Eingabe von Mähne abermals die Muldestädter nach vorn brachte. Und noch einmal sollte vor dem Halbzeitpfiff das Runde im Netz verschwinden. Andi Müller gibt Gästekeeper Holger Bahrer hier keine Chance und stellt mit diesem Treffer den Halbzeitstand von 5:3 her. Auch wenn nach dem Seitenwechsel die Nationalelf die vorerst leicht dominierende Mannschaft war, dauerte es dann doch etwas, bis Wirbelwind Wosch Fröhlich bediente und dieser den Anschlusstreffer zum 5:4 erzielte. Immer wieder tauchten beide Teams vor dem gegnerischen Schlussmann auf und konnten sich letztlich noch mehrmals eines Jubelsturms hingeben. Erst ist es Mirko Liebig für Grimma und nur 2 Minuten später René Rüdlewitz, der sein Team nochmals auf ein Tor zum 6:5 heranbrachte. Zwar versuchte der Gast den Ausgleich noch zu erzielen, doch bescherte ein Grimmauer durch 2 weitere Treffer dem Anhang auf den Rängen einen krönenden Abschluss eines Torfestes. Zuerst gab Holm Bayer Schlussmann Bahrer bei einem Lupfer keine Chance zur Abwehr und nur 5 Minuten später drückte er nach Flanke von Mähne das Runde direkt unhaltbar ins Eckige. Mit 8:5 bezwingen die nicht zum alten Eisen zählenden Grimmauer Mannen eine sich hart wehrende Ex-DDR-Nationalmannschaft, welche auch im fortgeschrittenen Alter nichts von ihren fußballerischen Fähigkeiten verlernt hat.